Ja, mit den letzten Items, die wir geholt haben, in dem kleinen Zusammenschnitt von gerade eben, die ihr eben jetzt gesehen haben werdet, ne? Wir sollten jetzt 100% aller Items haben. Und damit können wir uns aufmachen zum finalen Abschnitt dieses Spiels. Müssen wir erstmal ein Stück nach Brinstar runter. Also los geht's, ne? Dum, 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 dum. Das war hier, meine ich, ne? Oder? Lass mich mal kurz überlegen. Ich war dort schon länger nicht mehr. Und, müsste der linke Weg hier gewesen sein, ja. Also gut. Auf geht's, ne? Ja, hier sind wir richtig. Wunderschön. Alle aus dem Weg. Ich habe keine Zeit für euch. So. Diese Tür hier ist die entscheidende, die uns zum Big Boss führt. Was haben wir hier? Statuen aus Gold. Wir warten, bis sie mal zerbersten. Das dauert ein bisschen. Leider dauert das ein bisschen sehr lange. Na? Komm schon, mach den Boden frei. So. Wir können sogar wieder raus, aber wir wollen nach unten. Denn hier erwartet uns noch etwas. Und ja, ich hätte auch noch einen Kaffee gemacht nebenbei. Und ich denke mal, ich werde einen Schluck nehmen. Und da geht's runter. Und damit ein herzliches Willkommen in Turian. Hier gibt es außer ein paar Speicherstationen eigentlich nichts wirklich bemerkenswertes oder sinnvoll logisches Zeug oder so, aber wir müssen den ganzen Weg da entlang laufen, aus Gründen. Mal kurz gucken. Okay, okay, okay. Das passt. Ein Metroid. Und Blubbles oder Flying Donuts. Ach, scheiße. Das wollte ich jetzt nicht. Ach, scheiße. Komm. Lass mich in Ruhe. Ich gehe nochmal raus. Ist ganz praktisch, dass das funktioniert. Der normal müsste es auch auf dem Metroid. Ja. Metroid auf dem Kopf haben, ne? Was ich aber nicht hab. Wir können auch normale Missiles benutzen, aber es dauert etwas zu lang. Also nehmen wir Super Missiles. Da reicht nämlich eine. Und davon haben wir ohnehin genug. Mehr als genug. Ah, nicht schon wieder.
Komm schon, lass mich los. Ja, es geht auch mit 3 Powerbomben. Dauert aber viel zu lang. Dauert sehr viel zu lange. Ach, ist doch nicht wahr. Böser Metroid. Böser, böser Metroid. Ja, Vorteil am Wavebeam. Wir können einfach mal hier durchschießen. Ich würde mir trotz allem gerne noch ein paar Super Missiles für den letzten Abschnitt aufbewahren wollen. Und, oh Moment. Der Raum ist entscheidend. Ich brauche nochmal einen Schluck Kaffee. Aber bevor kalt wird, trinke ich ganz aus. Okay. Ach, ein Chozo. Dem fehlt so ein bisschen die Energie. Okay. Ist alles etwas sehr tot. Der ist unkaputtbar. The baby. Ein riesiges Metroid. Na, kriege ich das vielleicht hin? Ach, nee. Kein Skip. Schade. Wenn es sich klug genug anstellt, kann man es schaffen, diesen Teil hier zu überspringen und direkt sich da... Oh Gott, nein! Scheiße! Oh, fuck, wir sind tot. Nee, sind wir natürlich nicht. Der hat uns gerade als Mama erkannt. Ja, das hier ist das Baby Metroid, was wir damals in Return of Samus auf dem Game Boy gerettet haben. Und am Anfang in der Space Station gesehen haben. Tja. Es hat seine Mami erkannt. Na. Und ganz nett, dass hier gerade eine Station ist, womit sich etwas auffüllen kann. Leider nur normale Missiles, aber das macht nichts, die sind voll. Ein bisschen Energie kann ja nicht schaden. Und dann geht's weiter. Immer weiter nach unten. Ein weiter Weg ist es nicht mehr. Aber Super Metroid-Veteranen wissen ja, was dann noch kommt. Na. Na. So komischen Türen immer. Teilweise sehr unkooperativ. Hier können wir doch mal speichern. Mache ich einfach mal. Schaden wird es ja nicht. Absolut nicht. Ja. Interessant, hä? Ach, schade. Kein Silbertide-Glitch. Macht aber nichts. Ach. Jetzt wollen wir die Schranke kaputt machen. Mensch. Ah, Lava ist heiß, das ist nicht gut. Okay. Da sind wir schon. Mother Brain. Ach.
Wir haben es gleich. Yay, fertig. Game over, wir haben es geschafft. Welt gerettet, yay. Ist das nicht geil? Oh je. Yeah. It's alive! Friss Missiles in Massen! Friss, 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 friss! Ich habe ganz viel davon dabei. Ganz, ganz viele Supermissiles und normale habe ich auch. Nur für dich, Mother Brain. Nur für dich. Ich muss mich eigentlich nicht wirklich bemühen mit dem Ausweichen. Ich hoffe drauf, was ich hier habe, ne? Es ist soweit, okay. Oh, that damage. Rainbow Laser Beam. Stirb. Stirb. Ich kann da nicht ausweichen. Keine Chance. Wir sind's. Ja, gearscht. Ah. Samus, komm. Nein. Oh. 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 Wir sind sowas von tot. Ah. Unser Kind rettet uns. Ah. Ja. Das ist Mutterliebe. Bevor Mama was passiert, greift unser Baby ein. Ja, saug, mein Liebling, saug nur. Richtig schön dran nuckeln, bis alles leer ist. Aber wie kommst du durch die kleinen Absperrungen vom Zebikid? Keine Ahnung. Sind wir jetzt der Nachtisch? Oh. Ah. Erholung. Heilung. Ah. Wunderbare Heilung. Und leider erholt sich da auch jemand anderes. Das ist nicht gut. Lass mein Kind in Ruhe. Du Ausgeburt der Hölle. Böses, böses Mother Brain. Baby. Rache ist Blutwurst. Wir haben jetzt den... Ich meine, Hyperbeam? Ja. Alles auf einen Schlag. Reguläre Art. Es gibt übrigens auch einen anderen Beam, aber den wollte ich nicht austesten, weil ja, das Spiel kann dabei abstürzen durch den Mörderbeam. Was genau der Mörderbeam ist, das könnt ihr alle nachschlagen. Stirb! So, jetzt bist du aber tot, ne? Ach ja, natürlich, wir müssen jetzt erstmal fliehen. Logisch.
Okay, ich bin mal für den kurzen Weg, ne? Ach, Kacke. Da wollte ich lang. So. Jetzt wollen wir hier nach oben. Am besten natürlich per Space Jump mit Screw Attack. Ah ja, das war schlau. An den Rand dran zu rennen. Ah, Samus, bitte! Oh Gott, eine sehr schlechte Flucht. Dum dum dum. Und hier hätte man eigentlich noch mit dem Scheinsbock hoch können. Ah, ich hab den Anlauf versaut. Nicht genug Speed gehabt. Also nehmen wir den Space Jump. Zeit genug für gewisse Aktionen sollten wir noch haben. Und die führen wir natürlich auch aus. Wenn ich nicht wieder runterfalle. Ich glaube, dazu ist der Space Jump echt seltsam zu steuern. Oh Gott, das wird eng, das wird sehr eng. Oh Gott, Samus, bitte, bitte, bitte. So. Sollte machbar sein, sollte machbar sein. Haut schon ab, hau ab, hau ab, hau ab, los! Lauf! So, und jetzt laufen wir. Kann ich mich da auch lebend hier rauskommen? Ach, komm schon. Ich will es nicht extra knapp machen. Wir sind im letzten Abschnitt, also komm. Das war's. Leb wohl, Planet Zebes. You're going to die. Explode. Oh yeah. You're done for. Goodbye. Zebes. Die Tierchen haben es auch geschafft. 336 Zeit, naja. Ja, da kann man den Controller aus der Hand legen. Und der Rate nach sollte dann am Ende eine 100 da stehen vor der Prozent-Symbolik, ne? Ich müsste alle Items haben. Hoffe ich doch jetzt wirklich. Wäre doof, finde ich. Vor allem, weil ich überspeichert habe. Aber wenn mich mein Hirn nicht enttäuscht, gibt es insgesamt 230 Missiles, 50 Supermissiles und 50 Powerbomben, 14 Energiecontainer plus 4 Reserve-Tanks. Es sollte also eigentlich alles geholt worden sein. Das werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall danke ich euch allen hier fürs Zusehen, Kommentieren. Auch wenn es bisher seit den ersten Aufnahmen nicht wirklich viel an Kommentaren gefallen ist, aber es kamen immerhin welche. Und da danke ich euch natürlich für.
thank you so much. Ja, und nun warten wir auf die Prozentanzahl, ne? Während wir die schöne Musik der Credits genießen. Dauert ja nicht mehr lange. Okay, ich lasse es. Ich kann diese hohen Töne nicht treffen. Keine Chance. No. No chance at all. Dann zeig doch mal, was ich jetzt hab. Los. Na? Ja. Gunpei Yokoi. Der General Manager. Ja, leider nicht das perfekte Ende mit dem Bildschirm, aber Gear Force! Ja, die hat die vorne Täter. Bitte zeig mir die 100. Bitte. You can wait for collecting items. 100%. Fuck 'em. Yeah. See you next mission.